Soweit Steffen Schwarzkopf. Wir wollen das Thema weiter vertiefen. Bei mir im Studio ist Jana Schimke. Sie ist die stellvertretende CDU-Parteivorsitzende. Schön, dass Sie heute da sind. Ich bin nicht die stellvertretende CDU-Parteivorsitzende, sondern die stellvertretende Mittelstandsvorsitzende. Pardon, dann hat mich hier die Redaktion falsch. Entschuldigung, das tut mir leid. Aber ich habe Sie eben entsprechend aufgewertet. Alles aber gut. Vielleicht werden Sie das ja noch. Kann ja sein. Lassen Sie uns über die AfD sprechen. Die schwebt von einem Umfragehoch zum nächsten. Aktuell, wir haben es gerade gesagt, Deutschlandtrend 19%. In Sonneberg könnte sie jetzt möglicherweise auch den ersten Landrat stellen. Im Osten generell liegen die Werte so um die 30%. Warum ist denn gegen die Rechtsaußenpartei momentan einfach kein Kraut gewachsen? Das liegt einfach an der sehr ideologischen Politik der Ampelregierung. Das muss man so sagen. Es gibt die Gründe, warum es die AfD überhaupt gibt. Es gibt aber auch Gründe, warum die AfD im Moment so stark ist. Und was wir eben erleben, ist, dass die Politik der Ampelregierung, also mit Verboten, mit Ideologie, mit Entscheidungen, die weltfern jedes normalen, gesunden Menschenverstand sind. Warum steuert die Union denn da nicht stärker dagegen? Sie sagen jetzt gleich die Ampel. Mhm. Klar, das ist die momentane Regierung. Ja. Aber viele Menschen sind ja offenbar, das klang im Beitrag vorhin auch gerade schon so ein bisschen an, mit der Flüchtlingspolitik unzufrieden. Und da muss man ja sagen, die Ampel führt ja im Wesentlichen die Flüchtlingspolitik Angela Merkels weiter. Inwiefern müsste sich die Union da dann auch irgendwas auf die Fahnen schreiben? Warum gelingt es Ihnen nicht, stärker der AfD die Themen streitig zu machen? Sie sind ja auch eine Oppositionspartei. Dennoch ist es sehr, sehr bemerkenswert, dass wir als Opposition gefragt werden, wie die AfD in diesem Land einzudämmen ist. Das ist eigentlich Aufgabe einer Regierung. Aber ich will Ihre Frage natürlich gerne beantworten. Das konservative Milieu. Ich will Ihre Frage gerne beantworten. Wir haben es mit einer unglaublich hohen Emotionalität bei den Wählern der AfD zu tun. Das sind keine Rechtsextremisten in weiten Teilen. Das sind ganz normale Menschen, die vorher alles Mögliche gewählt haben, nur nicht die AfD. Aber sie wissen sich im Moment keine andere Lösung. Sie sind so verzweifelt, sie sind verängstigt, sie sind verunsichert, dass sie aus Protest, die meisten wählen AfD aus Protest, sich für diese Partei entscheiden. Und das ist auch für uns als Opposition in so einer Situation nicht leicht, diese Menschen in dieser Emotionalität und in dieser politischen Verzweiflung abzuholen. Wir sind eine Partei, die sehr seriöse Angebote macht, die auch eine gewisse Tonalität hat, nicht die Tonalität der AfD. Aber die Wähler sprechen im Moment leider sehr, sehr stark auf diese sehr populistische, sehr extreme Sprache an. Mhm. Und das wiederum ist ganz klar Verantwortung der Ampelregierung. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, im Osten stellen sie aber auch Ministerpräsidenten, in Sachsen zum Beispiel. Wir haben, und da ist ja eben auch dann Regierungsverantwortung da, wir haben uns mit einer aktuellen Civil Umfrage jetzt mal unter den Bürgern umgehört und da sagt fast die Hälfte der Befragten, also 49%, dass momentan kein Unionspolitiker in der Lage wäre, Stimmen von der AfD zurückzuholen und schon gar nicht Friedrich Merz. Dem trauen das aktuell gerade mal 10% zu. Er ist ja irgendwann mal angetreten mit der Parole, jeden zweiten AfD-Wähler hole ich zurück. Das hat er nachher wieder einkassiert, das wissen wir. Aber trotzdem muss man ja die Frage stellen, hat Herr Merz dann auch den richtigen Kompass? Fährt er noch den richtigen Kurs? Also ich habe natürlich diese Umfragen, die es schon seit einigen Tagen jetzt gibt, auch mal in unserer Mitgliedschaft gespiegelt. Und ich kann Ihnen sagen, unsere Basis kritisiert überhaupt diese Debatte sehr, sehr stark. Wir haben wirklich mit erheblichen Bemühungen im dritten Anlauf es endlich geschafft, unsere Spitze so aufzustellen, wie sie von Anfang an hätte sein müssen. Und das haben wir jetzt geschafft. Und jetzt sind wir dabei, uns ein neues Programm zu geben, eine neue Programmatik zu geben, die Partei mitzunehmen. Wir sind eine Volkspartei. Ja? Und insofern, es gibt bei uns auch verschiedenste, viele Meinungen. Und dieser Prozess wird gerade sehr, sehr gut und erfolgreich durch Carsten Linnemann im Konrad-Adenauer-Haus geführt. Und jetzt mit diesen Personaldiskussionen zu kommen, ist ein absoluter Unzeitpunkt. Das wollen die Mitglieder nicht. Und deswegen führen wir diese Diskussion. Ja, aber man muss ja trotzdem sagen, inhaltlich muss sich ja da irgendwas bewegen, denn die AfD geht ja immer weiter. Ja, ich meine, wir haben jetzt in Deutschland 19%. Ja. Das theoretische Wählerpotenzial, das ist ja auch schon mal abgefragt worden über die AfD. Das liegt bei 28%. Halten Sie es für möglich? Momentan ist die AfD ja schon zweitstärkste Kraft in den Umfragen. Sie hat die SPD abgehängt. Die ist jetzt auf Platz 3. Mhm. Dass vielleicht Ende des Jahres die AfD sogar stärkste Kraft sein könnte in den Umfragen. Ist das möglich oder halten Sie es für ausgeschlossen? Oh Gott, ich möchte mich mit dieser Frage wirklich nicht beschäftigen. Mhm. Aber man kann natürlich, man kann in der Politik nie etwas ausschließen. Es kann immer weiter eskalieren, je nachdem, wie die Ampelregierung sich auch aufstellt. Aber für uns ist klar, dass wir gut inhaltlich aufgestellt sind. Und ganz ehrlich, ich gehöre zu denen, und das können Sie mir wirklich abnehmen, die
vergangene Entscheidung auch meiner Partei mitunter sehr, sehr stark kritisiert hat. Und ich fühle mich jetzt sehr wohl in meiner Partei. Und ich glaube, wir werden diesen Prozess sehr erfolgreich bestreiten. Noch eine ganz kurze Frage, nochmal zur Civey-Umfrage. 37% der Befragten, die sagen da, dass die anderen Parteien sich offen zeigen sollten für Koalitionen mit der AfD. Wenn ich Sie jetzt so verstehe, wollen Sie das natürlich nicht. Herr Merz sagt ja auch, dass es nicht geht, eine Koalition, ein Bündnis mit der AfD einzugehen. Aber wenn dieser Trend weiter zunehmen sollte, wie lange können sich die etablierten Parteien noch dagegen stemmen? Na gut, also die Berührungsängste in den neuen Bundesländern mit der AfD sind ausgesprochen gering. Das stelle ich selbst auch fest und werde natürlich immer wieder auch auf dieses Thema angesprochen. Aber ganz ehrlich, wir können mit niemandem koalieren, der offen Rechtsextreme in seinen Reihen zulässt. Das ist einfach ein Ausschlusskriterium. Ich habe nichts gegen konservative Politik, aber das ist eine rote Linie, das ist ein No-Go und das sage ich auch jedem Wähler, der mit uns darüber spricht. Deutliche Worte von Jana Schimpke, CDU-Politikerin im Deutschen Bundestag. Dankeschön. Danke. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.